Auch diesen Monat haben wir für euch die aktuellen Kinofilme zusammengefasst. Hier sind unsere Top 5. Over Your City's Grass Will Grow porträtiert den deutschen Künstler Anselm Kiefer. Auf der einen Seite zeigt der Film das kleine Universum, das Kiefer sich auf seinem Grundstück im Süden Frankreichs geschaffen hat. Auf der anderen Seite begleitet die Dokumentation den Künstler während seines Schaffensprozesses und veranschaulicht, wie dieses eigenartige und eindrucksvolle Kunstwerk sich entwickelt. Der Film zeigt die letzten Arbeitsschritte des Künstlers auf dem Gelände. Dort schafft er eine eindrucksvolle Vision einer verlassenen Welt. Diese Fantasie schuf er aus ganz alltäglichen Materialien, charakteristisch für die heutige Zeit. So finden sich auf dem Gelände Installationen aus Beton, Blei, Glas, Asche, Erde und auch Gold. Alles in allem wirkt seine Fantasie wie eine völlig verlassene Stadtruine. Zerrüttet, frei von Menschen und auf dem Weg, sich in Wohlgefallen aufzulösen. Wie es eben der Titel schon sagt, Over Your City's Grass Will Grow. Der Starregisseur Steven Spielberg bringt im Oktober wieder einen neuen Film in die Kinos. Statt Weltuntergangsszenarien, Science-Fiction-Thrillern oder Historiendramen unterhält er den Zuschauer diesmal mit reinem Animationskino. Etwas ungewöhnlich für Spielberg, aber nicht weniger vielversprechend als seine anderen Produktionen. Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn, erzählt davon, wie Tim sich mit Hilfe seines Hundes auf die Suche nach einem verloren gegangenen Schatz macht. Für ein Geheimnis. Der Trailer schon zeigt tolle Animationen, die eine gebührende Adaption des Kultcomics versprechen. Und mit Peter Jackson, dem Regisseur von Herr der Ringe, als Produzent und Steven Spielberg als Regisseur steht einem gelungenen Film nichts mehr im Weg. Adam Johnson? Adam? Fright Night ist das Remake der gleichnamigen Horrorkomödie aus dem Jahr 1985. Das Original wurde von Tom Holland gedreht, der auch für Horrorklassiker wie zum Beispiel Chucky die Mörderpuppe verantwortlich war. Der Film handelt von einem Teenager, der seinen Nachbarn verdächtigt, ein Vampir zu sein. Noch dazu vermutet er, dass dieser Nachbar verantwortlich für eine Reihe Todesfälle ist, die sich erst kürzlich ergeben haben. Also versucht er mit Hilfe des selbsternannten Vampirkillers Peter Vincent, dem mysteriösen Nachbarn, auf die Schliche zu kommen. Das ist ein furchtbarer Name für einen Vampir, Jerry. Wie auch das Original verbindet das 2011er Remake von Fright Night die Genres Horror und Comedy, was für jeden Freund schauriger und makaberer Komik viel Freude bringen dürfte. Überfahr ihn, mach ihn platt! Ist er tot? Hoffe doch. Bist du bereit? Das Spiel ist vorbei. Als sein Mentor von einer geheimen Militäreinheit gefangen genommen wird, muss der Ex-Spezialagent Danny, gespielt vom britischen Actionstar Jason Statham, alle Mittel ergreifen, um ihn zu befreien. Bei ihrem Katz-und-Maus-Spiel jagen die beiden quer über den Globus. Neben der actiongeladenen Story verfügt der Film außerdem über einen interessanten Cast. Hören Sie, Danny holt mich hier raus. Mit dabei sind Actiongrößen wie Jason Statham, bekannt aus Transporter oder Crank. Sein Gegenspieler wird gemimt von Clive Owen, der sich bereits bei Shoot'em Up oder Sin City einen Namen als Kanonenheld gemacht hat. Und zu guter Letzt gibt auch Robert De Niro sein Stelldichein. Bringen wir es zu Ende. Der Kerl ist gut. Du ahnst nicht, wie gut. Du bist sowas von durchgeknallt. Darum ging's also dabei. Ich muss meine Ausgaben decken. Ich sag's erst gar nicht, wie spät ihr dran seid. Tut mir so leid. Tut mir leid. Wir sind erst hier. Es war vor 2 Stunden. Melancholia nennt sich das neueste Werk des dänischen Kultregisseurs Lars von Trier. Bereits während der Vorstellung des Films bei den Festspielen in Cannes sorgte der verschrobene Däne für Aufruhr.
Obwohl er selbst jüdische Wurzeln besitzt, machte von Trier mit irritierenden Aussagen über Hitler und Antisemitismus viel Wirbel. Anfang Oktober ist es nun endlich soweit und Melancholia kommt in die deutschen Kinos. Lars von Triers neuer Film ist ein bewegendes Drama über den Weltuntergang und die belastete Beziehung zweier Schwestern, gespielt von Kirsten Dunst und Charlotte Gainsbourg. Was ist denn, Justin? Das ist ein Planet, der hinter der Sonne versteckt war. Und jetzt fliegt er an uns vorbei. Wie der Trailer bereits zeigt, besitzt der Film wunderschöne Bilder. Und wie Lars von Trier selbst über sein jüngstes Werk sagt, handelt es sich bei Melancholia um einen Frauenfilm, inspiriert aus der deutschen Romantik. Aber der dänische Unruhestifter ist für sein Talent genauso bekannt wie für seinen verstörenden Stil. Auch wenn Melancholia nicht ganz so schonungslos wird wie sein letzter Film Antichrist, so wird es doch sicher ein Drama, das unter die Haut fährt. Wie von Trier es selbst beschreibt, ist Melancholia ein wunderschöner Film über das Ende der Welt. Filmkritiken, DVD- und Blu-ray-Reviews sowie Infos über aktuelle Serien und TV-Highlights findest du auf ingame.de.